Ja, YouTube kann helfen, ja, weiter geht's. Ich verstehe immer noch nicht, warum soll ich denn denen helfen, wenn ich mir noch nicht mal selber helfen kann. Also, ne? Verstehe ich nicht, mache ich auch nie. Ey Mann! Mann! Das ist gar nicht Was sein Auto. Was machst du da? Ich mache seit 10 Minuten hier. Ja. Kackbratze bist du. Nimm den Zettel von meinem scheiß Auto weg. Das ist nett. Das ist nicht mehr so. Das ist scheiße. Seitdem du Gesetzhüterin geworden bist, denkst du, du bist voll krass. Nora darf sich Ronny gegenüber nicht so verhalten. Boah, sieh schon wieder, was lachen Sie denn so dreckig? Ronny ist der Held, der es füttert. Ich mache meine Arbeit vernünftig und nicht so wie Sie. Das soll ein Job sein? Das ist nichts. Nora glaubt, durch ihr Verhalten etwas Besseres zu sein. Arbeitslos. Ignen. Hey. Man kann ja auch erstmal auf den Zettel drauf gucken. Vielleicht steht da ja hier, ich habe ihn unter das Auto 5000 Euro gelegt. Wer weiß? Alles schon vorgekommen in meiner Fantasie. Was soll das, verdammt? Strafzettel, falsch parken. In der Tat, ist so. Du wirst schon sehen, was davon hast. Weil dann. Nein. Trotz der Drohungen geht die Dreijährige gewissenhaft ihrem Job nach. Was soll ich damit? Wisst ihr, was ich mache? Guck mal hier. Guck mal hier. Oh. Ja! Der ist ganz vorne mit dabei, ne? Der weiß, wie es läuft. Die Scheiße kannst du selber bezahlen, Mann. Ich stehe in der Einfahrt. So. Nach Feierabend, Rolf. Hallo, mein Engel, hat's einen schönen Tag. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie zu Hause genauso ist und sie gibt jetzt ihn für falsch kochen einen Strafzettel. Ich würde so machen, ja? Tag. Hallo, mein Engel, hast du einen schönen Tag? Ja, bis jetzt, weil du jetzt wieder gekommen bist, also wieder zu Hause bist. Oh, ein Gurkenbrot. Ja? Warte, ich kacke hier einfach vor die Tür. So richtig! Ja. Finde ich eine gute Idee. Aber. Rolf überschreitet definitiv eine Grenze und Nora darf sich das keinesfalls gefallen lassen. Guck nicht so! So aus! Hör doch mal bitte auf! Das Geheimnis glamouröser Lala, der Curl Secret von Bixis. Brauche ich. Ich geh jetzt duschen. Für unten rum. Schuschen? Mach jetzt! Noras blaues Auge und jetzt der Tritt von Rolf in der Öffentlichkeit. 15 Minuten später. Hey, Rolf! Hey, Rolf! Ja, hatte ich. Ja, ich für seine Frau und jetzt. Na, kann ich von Horst. Er muss diesen Tritt helfen, wie du ihn und hier öffnen, ihre Sachsen für. Da riecht man richtig an der Ausleis. Das war jetzt wirklich eine Meinung, die kann ich einfach nur so wiedergeben. Also, ich verstehe die Zustände. Was soll denn das? Also, er läuft da einfach über den Weg und er kennt seine besten Freunde nicht, ne? Die Frau hat dafür gesorgt, dass er neue Freunde hat durch ihren Job. Also, hallo? Da kann man doch mal besser mit denen umgehen. Ich verstehe das. Ich weiß nicht, ich verstehe das doch nicht. Die sind doch total lieb. Die machen doch bestimmt jetzt nichts mit denen. Die wollen bestimmt mit denen ein bisschen spazieren gehen. Im Wald, wo kein Licht ist. Mit einem Messer, ne? Verstehe ich nicht. Ich würde meine Freundin sofort wiedererkennen. Murmi von Kahadich. Ja, Lintilke ist für seine Frau und jetzt. Na, kann ich von Horst. Er muss diesen Tor. Genau. So sehe ich das halt auch, ne? Nora fühlt sich mit ihrem Verhalten absolut im Recht. Nora hat jeden Respekt vor ihm verloren und nutzt seine Schwächen gnadenlos aus. Memme, bleib hier! Memme, bleib hier! Machen! Meine Güte, du bist so ein... Boah! So ein... Ich muss auch immer wieder sagen, ich finde die schauspielerischen Leistungen einfach spitze, einfach 1A, man fühlt die Emotion, man führt die Situation, die fühlt man einfach, man denkt die Situation, wer in den eigenen vier Wänden, also perfekt, ne, also...
Die können's. Boah, jetzt renn ich wieder weg wie so ein kleines. Eine Stunde später. Was ist los? Ich bin auch noch mit dir. Oh. Mann, will ich Schwanz auf. Ja. Ja, gut. Ja. Wir haben alle Spaß, bis auf die Kloschüssel. What the fuck? 4 Wochen später. Trotz Strafanzeige wegen Körperverletzung und Beschwerden von der Nachbarschaft macht Politesse Nora. Darf sie trotzdem weitermachen, weil, der Job ist, ich würde jetzt sagen, in der Bevölkerung nicht unbedingt beliebt. So weiter wie bisher. Finde ich richtig so. Also, ich muss wirklich sagen, die macht alles richtig. Ich würde jetzt hier, bei uns macht das ja das Ordnungsamt. Wäre ich jetzt beim Ordnungsamt, ich würde einfach nur so Strafzettel verteilen. Einfach nur so. Ne? Weil mir das Auto nicht gefällt oder weil ich gerade Bock habe und eben ein bisschen Geld brauche, ne? Dann würde ich dann halt meine private IBAN mit hinschreiben. Und wenn die Leute sich aufregen, kriegen die kleinen Nonnenstrafzettel. Und vielleicht kann man ja bei der Aufregung mal kurz anrufen und sagen, hier, ich wurde beleidigt. Ne, also ich finde es richtig, wie die das macht. Die sorgt endlich mal hier ein bisschen in Deutschland für Ordnung. Also wenn ich mal hier bei uns die Straße angucke, die parken mitten auf der Straße. Gut, das ist in Ordnung, das finde ich ja noch legitim. Aber die anderen Parksünder, die müssen alle ganz hart bestraft werden. Und ich finde es auch okay, was sie macht. Ich würde ein bisschen härter durchgreifen. Ich würde die Autos kaputt treten, in die Müllverbrennungsanlage schmeißen. Das ist halt ein wirklicher Denkzettel. Ne? Und dann noch einen Strafzettel austeilen. Ne? Dass ich ein bisschen, brauche ja auch ein bisschen was. Ne? Guckt mal, wie abgemagert ich bin. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Guckt unbedingt das Originalvideo an. Lasst Liebe da, lasst Kommentare da, lasst Watchtime da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Würde mich mega freuen. Haut rein und tschüss.